Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Mafia 3 und wir sind heute unterwegs und wollen hier JC McCall richten. Der muss da hinten sein. Da wollen wir jetzt mal reinlaufen, so. Du weißt, dass du am Arsch bist, oder? Tut mir leid. Der richtet wohl auch gerade jemanden. Das ist ganz alleine deine Schuld. Oh oh. Nein, was machen wir? Gut, wenn ich schieße. Ganz ehrlich, dann. Der fällt doch sowieso. Also, was ich auch immer mache. Ich glaube, ich habe was gehört. Du bist ein Henker da oben. Also, ganz ehrlich. Ah, da hasst sich. Next. Du weißt, dass du am Arsch bist, oder? Ja, ich weiß es bereits auch schon zum zweiten Mal. Also, wieso wolltest du ausgerechnet Mr. DeRozio? Was zur Hölle war das? Es tut mir leid. Sag Mr. DeRozio, ich tue alles, um das wieder gut zu machen. Alles. Alles? Gut, dann flieg mit deinen beschissenen, klebrigen Klaugrabschern. Jetzt hat er ihn fallen gelassen. Der merkt's nicht. Ciao. Ciao. Ihr Neger eignet euch gut für Schichtübungen. So, es sind noch zwei, glaube ich. Bewegt sich der im Gebäude? Ja, ich glaube schon. Der Scheiß ist nicht witzig. Der Wichser ist da drüben hin. Genau hier. So, da hat's dich. Ah, Baseballschlägerartig. 10.000 hat das gebracht, okay. Den können wir leider nicht retten da, aber naja. Ich glaube, es hätte eh nichts gebracht. Tut mir leid wegen gestern Abend. Bitte gib mir noch eine Chance. Ich weiß, wir können das schaffen. Und da, schön. Ein Albumcover. Da liegt Geld und noch eine Sicherung. So. Oh, shit. Nein, wie breche ich ab? Kuh. Immerhin haben sie das programmiert. Immerhin. So, das wäre da hinten. Komm, gehen wir schnell. Oh. Ah, das ist das. Aber es ist nicht wieder der gleiche Ort. Sieht nur gleich aus hier. So, ne, da will ich gar nicht hin. Hat's noch mehr pinkige als das da? Nicht, gut. Dann ist das natürlich unser nächstes Ziel. Ganz klar, 250 Meter. Da ist der Schichtende. Oh, ach du. Ja, geht. Mit etwas Geld in der Tasche damals versucht haben, mich und meine Leute abzuschmeißen. Ach schon? Wir waren auch Weiße. Hey, pass doch auf. So. Mach mir eine Spritze rein, weil ich es besser finde, so. Im Fall, wenn wir danach sofort sterben, ist es auch nicht so cool. Die Erpresserbeute sollen wir stehlen. Das wird noch, ja. Das wird wahrscheinlich so wie immer, denke ich mal. Wir können ja erstmal hier schauen. Hier ist nichts. Okay. Es gibt einfach keinen Weg raus.
Ja, sind das Freunde, oder? Ich kann diese ganzen Hippies nee, sind's nicht. Gut. Ich geh mal darum. Wenn wir hier nicht einem in die Arme rennen. Aber vielleicht gibt es einen Hintereingang oder sowas. Hier, Lieferanteneingang. Das ist doch gut. Das wird wohl der Lastwagen sein mit der Schmugglerbeute hier. So, Barbieri ist wohl nicht so beliebt, aber... Was? Ah, da... Meinst du, ich kann hier nicht... Du willst dich nicht mit mir anlegen, Kleiner. Aber der sieht nicht, dass ich jetzt hier eine Türe hacke, oder? Also hacken. Knacke. Badehaus ist das, okay. Oh. Oh, das ist ein wirklich schönes Bad hier. Da geht's hoch. Der alte Leuchtturm war ja ziemlich die Kacke am Dampfen, habe ich gehört. Hast du jemals Catfish Queen gegessen? Da um die Ecke ist auch eine, wie schaffen wir das? So, den habe ich mal ausgeschalten. Genau, ich könnte unter den Bus kommen. Ein Haus könnte über mir einstürzen. Jemand könnte dir eine Kugel in den Hinterkopf schießen. Ohne Scheiß. Solange ich noch nicht unter der Erde bin, werde ich Verstand haben. Was war das? So, einer hat's gehört, das ist super für mich. Da sind die. Oh ne, kommen beide. Die ganze Scheiße haben wir ihm zu verdanken. So, hat das jemand gehört? Du bist tot und du merkst es nicht. Wer den Kampf gestern Abend gewonnen hat, ich hab's verpasst. Ich hab immer gehört, dass es im Leuchten im Bayou nicht mit rechten Dingen zugeht. Wer bringt ihr von der anderen Seite vor? So, hier ist der. Wo geht's denn hier hin? Maschinenraum. Wäre hier noch ein Eingang gewesen? Natürlich wäre hier ein Eingang gewesen. Ah, Mann. Gut, dann wäre ich hier hochgekommen. Und dann hätte ich ein größeres Problem gehabt, weil die gerade da gestanden wären. Jemand hat diesen Jungen umgebracht. Vielleicht sollte ich mal da drüben nachsehen. Wo schießt es nach? Hier wird nicht nachgesehen. Oh. Hast du hier eine Kamera? Ich glaube, der will jemanden umlegen. Mach deinen beschissenen Job und finde ihn! Ist nicht so, als ob das schwierig wäre. Ich hatte einfach nie die Zeit dazu. Er will unbedingt Ärger machen. Da bist du ja. Hier sind so viele Zivilisten, also ganz ehrlich, können wir auch rein? Schön. Mal heißes, schönes Bad. Hab ich mir verdient hier. Okay, wo wollt ihr ihn dann suchen? Ja, da nicht. So nicht. So, jetzt schauen wir mal hier durch. Da liegt einfach so eine Waffe. Hier kommen wir nicht rein. Hab gestern Nacht den Motor geschrottet. Das dürfte das Ende der guten Erregung sein. An deiner Stelle würde ich mich auch verstecken. So.
Ah, das ist ein Treppenhaus da. Okay. Den haben wir abgepasst. Da gibt's niemanden. Ah, da draußen aber. Der kommt aber gleich. Und ciao. Heilige Scheiße! Unglaublich! Ja, dann machst du ja die Kohle frei für mich hier. So. Hier. Will nur mal schnell einen Blick riskieren. Was für ein Blick. Hier ein Gemälde. Schön. Hätte ich hier gerne was getrunken, aber nee. Und was ist denn hier drin? Hallo? Muss ich noch was sagen? Ah, hier komme ich gar nicht rein. Da ist aber Kohle drin. Gut, vielleicht habe ich jetzt Schlüssel. Kann ich durchs Glas schießen vielleicht? Zeig dich, du beschissener Feigling! Ah! Jetzt seh's! Du bist tot und merkst es nicht! Hier auf dem Dach bist du also! Da! Ah, das sind ja noch mehr! Waren wir hier nicht schon mal? Sind wir hier nicht geflüchtet? So, mal schnell die Weste nehmen. Tut gut. Jetzt weiß ich nur nicht, wo runtergehen, denn ich möchte eigentlich noch was da vorbeikommen. Gehen wir mal hier runter. Ja, jetzt sind keine Leute mehr hier. Also der Raum, ich will da rein. Ich mach ihn alle. Da ist noch Geld. Da, ah, sorry. Habe ich vergessen da? Da sehe ich leider keinen. Und da kommt man auch nicht so rein, oder? Nee. Ich frage mich aber schon, wie man da reinkommt. Denn da ist ja Kohle drin, ein Gegner drin. Jetzt wird er nicht mehr als Gegner angezeigt. Weißt was? Hier kommst du nicht lebend aus, Junge! Ja, ich möchte sie nicht länger beobachten. So, Medikit brauchen wir gar nicht, aber Kohle ist da. Da, weg mit dem. Ist ein großes Haus, muss ich sagen. Da ist wieder eine Treppe. Ah, sind wir wieder hier. Okay.
Ja, da sind wir hingegangen, oder? Da unten auch? Nee, da war ich nicht, oder? Da in der Tür. Ah, das ist hier. Jetzt würde ich aber schon noch sehen, wo die Kohle hier ist. Ah, die ist ja da drin. Blöd. Oh. Ne. Ne. Der Superjump und der springt rein und... Naja. 8200 verloren. Wo sind wir? Irgendwo... Ah, wir haben das, ja, die Sachen gestohlen, genau. Ich will aber noch was da rein. Nur weil ich Lust habe. Komm, das schaffen wir nochmals. Der Haupteingang war hier, oder? Gehst in diesen Teil der Stadt und klopfst an eine jede Tür. Wenn die Leute freundlich sind, führ ihnen die Wahrheit. Das sieht keiner. Der Bursche ist ein absoluter Schrecken in der Küche. Aber seine Badehose fühlt er wie ein absoluter Champion. Also werde ich ihn wohl behalten. So. Wir sammeln noch mal schnell die Kohle ein. Es gibt einfach keinen Weg raus aus Vietnam. Vorsicht, Platz da. Kannst du dich nicht entschuldigen? So, da hinten ist noch Geld. Hier den Gästen klauen wir das Geld. Die haben ja auch so viel Geld dabei. Ist ja voll logisch. Und die klauen selber nicht. Wenn es jetzt nicht von ihnen wäre. So, da kamen wir rein. Da war ich noch auf ultra vorsichtig. Dabei sind die gar nicht schlimm hier. Komm, wir gehen gleich hoch. Hast du das drauf? Da. So, der ist auch weg. Oh, da kommt einer hoch. Ein Moment. Alter vor Schönheit. So, dann gehen wir wieder. Da kommt noch einer, komm. So. Da drin ist wieder Kohle. Ja, du wirst auch nicht sterben. Steht hier nicht drum rum, rennt weg. Ja, du bist der Einzige. Der schwarze Hurensohn gehört mir. So, da hab ich dich, aber. Ich hab ihn entdeckt. Ich hol die Jungs. So, weg mit dem. Wachposten muss ich jetzt nicht haben. Gut. Das Medikit nehmen wir noch mit. Und dann spazieren wir hier raus und haben die Kohle wieder mitgenommen. Es sind auch noch zwei, drei hier. Der hier zum Beispiel. Ich verpasse dir ein Loch. Jetzt stirbst du, Arschloch. So, ja. Wenn du so willst, dann halt so. Gut, Medizin brauchen wir gar nicht. Hier muss doch... Ah, hier ist noch Geld. Nee. Okay, das sieht auch... Seht ihr das? Das ist sehr interessant. Das ist die blaue Textur hier drauf. So. Ne, wir spazieren jetzt raus, bevor wir nicht noch einmal hier durch sind. Schnell gewaschen. Wo ist er? Ich geh in Deck, ich will dich hier nicht mehr sehen. Ja, komm doch her. Ich bade hier ganz ruhig.
Ah, mittlerweile ist er oberhalb von mir. Komm, wir starten ihm schnell einen Besuch ab. Ich mache hier drüben weiter. Naja, das Ziel haben wir erreicht. Hier sind die Saves und dann. Ah, Toilette. Ja, kommt hier der Eingang. Waffe wegstecken. Wir gehen raus und ich würde sagen, das war die erfolgreiche Folge. Wir haben es dann doch noch geschafft nach dem Super Jump. Und wir sehen uns wieder in der nächsten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.